Heute zeige ich euch meine Resteverwertung. Was ich so gerne daraus mache. Erstmal Servus, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer weiteren Folge von der Biskochstunde. Heute mache ich ein Omelett aus meinen Resten. So ein Omelett, das kriegt ihr nur bei mir. Nirgendwo sonst. Anfangs hole ich natürlich erstmal die Reste aus dem Kühlschrank. Das, was an den letzten Tagen so übrig blieb. Und ich habe einen wunderschönen Kräutergarten und von dem hole ich ein bisschen Rosmarin und hacke ihn klein. Und ich habe auch noch einen Mockel alten Gouda-Käse übrig. Den schneide ich in Würfel. Und wie ihr seht, ich benutze meistens Behälter. Keine Folie zum Aufbewahren von den Zutaten. Also, eine Zwiebel haben wir auch noch und die schneiden wir ebenfalls klein. Und auch Kartoffeln habe ich immer da. Und die passen so richtig gut dazu. Also schälen wir die Kartoffeln und schneiden die ebenfalls in Würfel. Und im nächsten Behälter, da gibt es noch ein bisschen Schnittlauch, ein bisschen Wurst und ein bisschen Paprika. Und die passen genauso dazu wie alles andere. Und als nächstes folgt auch noch eine grüne Paprika. Wie ihr seht, ich schreibe gar nicht auf, was ich alles nehme, weil ich nehme das, was einfach übrig ist. Leute, nehmt das, was ihr habt. Und macht das genauso wie ich und dann kriegt eine richtig leckere Mahlzeit. Also, die Paprika, die schneiden wir in Streifen und wie schon vorher gesagt, die Kartoffeln, die schneiden wir in Würfel. Jetzt auch schon an den Herd und dann nehmen wir Butterschmalz und geben den Butterschmalz in die Pfanne. Und weil die Kartoffeln als längstes brauchen, nehmen wir die gleich als erstes und braten die nicht gleich richtig an, sondern lassen sie schmoren. Und parallel geht es gleich weiter. Dann nehmen wir 8 Eier, also 7 bis 8 Eier, schlagen die auf und geben den Schnittlauch mit hinein. Und auch gleich Salz und Pfeffer und rühren das Ganze dann gut durch. So, nach circa 10 Minuten können wir die weiteren Zutaten in die Pfanne geben. Das heißt, die Zwiebel und die Paprika kommen zuerst weiter rein und dann der Rosmarin. Ja, und ich hatte ja noch Spaghetti übrig und die kommen jetzt auch hinzu. Lang können wir sie aber nicht brauchen, also kürzen wir sie ein bisschen. Und auch die weiteren Zutaten kommen hinein. Ja, das Ganze brutzelt jetzt schön vor sich hin. Dann können wir natürlich noch weitere Kräuter vom Kräutergarten holen. Ja, und die werden schön fein gehackt. Ja, und hier salzen wir und pfeffern wir nochmal das Ganze, weil jetzt kommt gleich das Ei drüber.
Aber bevor wir das Ei drüber leeren, machen wir das Ganze noch schön glatt. Jetzt aber, jetzt geben wir das Ei drüber und lassen das Ganze lange durchziehen. Ja, zwischendurch können wir dann auch schon mal die Kräuter draufgeben und dann auch noch den Käse. Ne? Den hättet ihr fast vergessen. Stimmt's? Ja, dann Deckel drauf und mal für 20 Minuten durchziehen lassen. Manche drehen das Omelett noch rum, aber tut mir leid, da würde ich die Optik total kaputt machen. Das sieht so lecker aus. Aber wie ihr seht, wir sind jetzt fertig und jetzt können wir probieren, dieses richtig leckere, deftige Omelett, gemacht von vielen Zutaten, die übrig geblieben sind. Wir sind aber trotzdem am Ende angekommen und deswegen würde es mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei sein würdet und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.